Und das Schlusswort, die vorerst letzte Rednerin in diesen Debatten aus dem Menschenrechtsausschuss, ist Philippa Strache ohne Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin, herzlichen Dank, dass dieses Thema oder diese wichtigen Themen nun den Weg ins Parlament gefunden haben. Lange, lange hat sich eigentlich niemand getraut, etwas zu den Internierungslagern zu sagen oder der Geschichte Glauben geschenkt, die Geflüchtete erzählen konnten. Doch vor rund 2 Jahren kam eine neue Dynamik, eine neue Wende in diese ganze Sache. Unabsichtlich geleakte Dokumente der Kommunistischen Partei in China belegen die Aussagen und geben Einblicke in das Grauen in Xinjiang. Was dort auf den Unterschriften oder Unterlagen mit Unterschrift und Siegel verzeichnet wird, wird dort sehr sanft formuliert. Von Schulen, von Schülern, von Umerziehung ist die Rede. Nicht von Haft, von grausamer Folter und Gefangenen, von totaler Überwachung, die weit über die Grenzen Chinas hinausgeht. Zentren, die keinen anderen Zweck erfüllen sollen als die gewaltsame Assimilation. Ein Genozid, der vor den Augen der Welt stattfindet und die Welt, die sieht noch immer still zu. Und ja, leider wirkt auch Österreich fast wie erstarrt vor der Weltmacht China. Die Situation der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang sollte uns alle daran erinnern, dass wenn totalitäre Regime mit der Internierung bestimmter Menschengruppen beginnen, dies meist nur der erste Schritt in eine immer schlimmer werdende Unterdrückung ist. Vielleicht ist die Welt aber auch einfach noch nicht bereit, um diese Bilder richtig zu verarbeiten oder richtig zu verstehen. Zu verstehen, dass sich rund 1 Million Menschen, und die Dunkelziffer ist natürlich weitaus höher, in einer derartigen Gefangenschaft befinden. Aber gerade die Reaktion aus Europa sollte hier besonders sensibel gewählt sein. Denn Straf- und Arbeitslager in der Sowjetunion, Konzentrationslager sind 2 erdrückende Kapitel unseres Kontinents, die nach wie vor dunkle Schatten werfen. Dunkle Schatten, welche mit totalitärer Menschenvernichtung experimentierten. Nun, in weniger als einem Monat, genauer am 8. Mai, gedenkt man in ganz Europa dem Tag der Befreiung und der Kapitulation des Nationalsozialismus, was das Ende einer totalitären Terrorherrschaft für Millionen von Menschen bedeutet hat. In Erinnerung an diesen Tag hat man sich in Österreich auf ein Nie wieder eingeschworen, damit wir niemals oder überhaupt jemand auf der Welt einen solchen Horror durchleben muss. Doch was sind diese Worte wert, wenn man hier jetzt schweigt und kommentarlos zusieht? Über 1 Million Menschen, abgeschnitten von jeglicher internationalen Kontrolle, abgeschirmt in einem Regime der Angst. Und jetzt, wo spärlich Information nach außen dringt, passiert nichts. Bereits im September 2018 veröffentlichte die Organisation Human Rights Watch einen Bericht, in dem sie festhält, dass es sich hier um Verstöße gegen internationales Recht und um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt. Als damals zunehmend Kritik am Vorgehen Pekings aufkam, schuf das Regionalparlament Anfang Oktober 2018 nachträglich eine Gesetzesgrundlage, die es erlaubt, extremistischen Personen in Ausbildungszentren eine Art Umerziehung zukommen zu lassen, was nichts anderes heißt oder die Umschreibung ist von erzwungenen falschen Geständnissen, von Folter, von dem Verschwinden einzelner Familienangehörigen, von Mord, schlichtweg Mord, und das auch noch legalisieren sollen. Sehr geehrte Frau Ministerin, es gibt so viele diplomatische Wege, um hier reagieren zu können. Auf europäischer Ebene die chinesische Regierung aufzufordern, Journalistinnen und Journalisten Zutritt, freien und ungehinderten Zutritt in die Lager zu geben, damit die berichten können, was dort tatsächlich passiert. Sich dafür einzusetzen, dass Familienmitglieder von verschleppten Personen zumindest über deren Verbleib Bescheid wissen. Beobachtern des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte Zutritt in die Regionen zu gewähren, auch im Sinne der Dokumentation und Aufklärung dieser schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen. Jede Art und seien es auch nur verhaltene Sanktionen seitens der EU und der USA, als auch die ausdrückliche Verurteilung dieses aktuell stattfindenden Völkermordes ist zu begrüßen. Die angebrachten moralischen Kritikpunkte gegenüber einem Regime, welches Menschenrechten mehr und mehr den Rücken zukehrt. Tragischerweise zeigt sich, dass ein wirtschaftlich wachsendes China nicht demokratischer, sondern zusehends totalitärer wird. Und spätestens mit der Einführung einer unbegrenzten Amtszeit des chinesischen Präsidenten sollte uns klar sein,
dass in naher Zukunft auch keine Liberalisierung in Peking zu erwarten ist. Gut, es ist nicht die Aufgabe Österreichs, anderen Ländern Vorschriften zu machen, aber genauso wenig kann man einfach wegsehen und was noch schlimmer ist, aus diesem ganzen Leid auch noch Profit schlagen. Ich finde es extrem verstörend, wenn Unternehmen wie Apple, Nike oder Coca-Cola nebenbei wirklich alles Unternehmen, die wir keine einzige Gelegenheit auslassen, um politisch korrekt zu agieren, in Washington oder in Brüssel Lobbying betreiben, um ein härteres Vorgehen gegen muslimische Sklavenarbeit zu verhindern. Diese drei und andere Großkonzerne profitieren von Zwangsarbeit in Massenlagern. Und auch die zauberhafte Hülle von Disney bekommt massive Kratzer. Ein Konzern, der glaubt, Kinder können ohne Triggerwarnung nicht Dumbo anschauen, aber keine Bedenken dabei hat, den Film Mulan vor den Toren eines Landes zu drehen, wo Menschenrechte derart massiv verletzt werden. Nein, ein Rahmen, der wirklich nicht zur Geschichte passt. Es macht mich betroffen, dass in den letzten Jahren zudem ein Trend eingesetzt hat, der uns allen zu denken geben sollte, den ich am Weltfrauentag auch erwähnt habe und der ist gar noch nicht so lange her. Massenvergewaltigungen während des Genozids in Darfur, sexuelle Versklavung von jesidischen Frauen durch den Islamischen Staat und natürlich der berichteten Vergewaltigungen, Zwangsabtreibungen und Sterilisationen in diesen Lagern. Es trifft im Besonderen immer Frauen, wenn totalitäre und man kann es einfach nicht anders formulieren, Exzesse weiter zunehmen. Und aus diesem Grund finde ich die bescheidenen Sanktionen nicht ausreichend. Es ist mir unerklärlich, warum die EU kein Problem damit hat, Sonderkennzeichnungen auf Warenimporte aus israelischen Siedlungen zu fordern, aber das Gleiche nicht bei Importen aus China tun möchte. Der Konsument kann ja dann sein Konsumverhalten immer noch anpassen nach der Kenntnislage der dortigen Gegebenheiten. Abschließend kann man eines sagen, Menschenrechte befinden sich leider weltweit auf dem Rückzug und totalitäre Sichtweisen beginnen nach und nach salonfähig zu werden. Vielleicht hofft man, dass man sich mit der Zeit irgendwie damit arrangieren kann oder dass alles besser wird, wenn man sich damit arrangiert. Aber eines ist klar, während wir uns arrangieren, nehmen illiberale Kräfte weiter zu, an Einfluss zu. Und irgendwann sehen wir uns mit einer neuen Ära der Unmenschlichkeit konfrontiert, der wir Schlusswort bitte verstehen. Ich möchte in diesem Zusammenhang an Winston Frau Abgeordnete, bitte das Schlusswort. Ich möchte in diesem Zusammenhang an Winston Churchill erinnern, der zusammengefasst hat, wohin ein solches Appeasement eigentlich führt. Ein Appeasement totalitärer Staaten. Man füttert ein Krokodil in der Hoffnung, dass es einen selbst zuletzt frisst. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Ist seitens der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Bevor wir in den Abstimmungsvorgang eingehen, wieder die Frage an die Clubs, ob eine Sitzungsunterbrechung gewünscht ist. Das ist auch nicht der Fall.